Gott will nur, dass ich glücklich bin. Woran hapert es? Dass ich das nicht erfahre oder dass ich noch nicht mal weiß, was Glück für mich ist. Ich weiß es nicht wirklich. Weil hier in diesem Traum, in diesem Film, auf dieser Ebene, das Glück scheinbar wieder ganz schnell vergehen kann, zerstört werden kann. Durch was? Nur durch meine eigenen Gedanken, weil ich mich hier mit diesem Film, mit diesem Schauspiel, mit diesem Schlachtfeld so identifiziere. Gott will nur, dass ich glücklich bin. Tja. Wie komme ich dahin? Wie mache ich das? Ich kann es nicht machen. Ich muss nirgendwo hinkommen. Es ist mir alles schon gegeben. Es ist nur das Aufgeben, in Anführungsstrichen, meiner alten Gedanken, meines uralten Glaubens an Sünde und Schuld. Diesem Trennungsgedanken, diesem Sündenfall. Jahrtausende alt. Noch viel älter. Und wir alle haben unseren Glauben darin so gestärkt und bestärkt. Haben einen mächtigen Glauben da rein investiert. Und jetzt brauchen wir uns alle miteinander, damit wir dies wieder umkehren. Ich bin der schuldlose Sohn Gottes und kein Teufelswerk. Ab und an spricht der Kurs auch mal vom Teufel. Meine eigene Verführung, meine eigene Versuchung. Nur diesem Ego-Wahn, diesem Denksystem Ego zu folgen. Ich habe mich irgendwann falsch entschieden und das jetzt wieder rückgängig zu machen. Aufzuhören, noch irgendetwas versteckt zu halten, was nur Schuld ist. Wozu muss ich sonst irgendetwas versteckt halten? Oder noch kontrollieren? Oder mich prüfen? In Gott gibt es keine Prüfung. Ich kann total entspannen. Ich habe einfach meine Aufgabe zu erfüllen im Sinne des Vaters. Wenn ich gebraucht werde, habe ich da zu sein und da keinen Zweifel zu streuen, dass ich vielleicht dann auch doch lieber was anderes hätte. Darum geht es eben überhaupt nicht, das wirklich wegzulassen. Ich gehe immer in Trennung mit solchen Gedanken. Da kommt jetzt was, was mich stört, was ich jetzt nicht haben will.
Da steht jetzt jemand vor der Tür, klingelt, auf den habe ich keinen Bock. Hey, empfange ihn mit offenen Armen. Das bist du. Ich spule nicht den alten Film ab, was ich doch noch zu tun hätte. Dieses, jenes, das noch, dort noch. Das ist alles mein eigenes Weggebeam. Das ist Dissoziation. Das ist nicht der Wille Gottes. Geh mit dem, was dir gegeben ist. Und du wirst dein Glück erfahren, was dir ja schon gegeben ist. Gottes Wille für dich ist nur vollkommenes Glück. Vollkommen. Ganz und gar und nicht so häppchenweise. Nachher, wenn mein Liebster kommt, dann bin ich wieder im Glück. Aber wenn ich hier alleine sitze, dann bin ich wieder betrübt, weil ich wieder in eine Depression oder Müdigkeit. Das kann es doch nicht sein. Was erzähle ich mir da? Ich bin meinen eigenen Erzählungen, meiner eigenen Geschichte ausgeliefert. Es fühlt sich ja an, als wäre ich fremdbestimmt. Als wäre da irgendwas in mir, was da ständig plappert. Aber das bin ich. Nur ich kann das stoppen. Indem ich mich Gott hinwende. Und Gott ist genau hier und jetzt. Das Glück ist genau hier und jetzt. Ist mir jetzt gegeben. Die Freude ist mir jetzt gegeben. Wann denn sonst? Das Licht ist jetzt da. Die Liebe des Vaters ist mir jetzt gegeben. Ich bin unschuldig, schuldlos, sündenlos. Bin nur vielleicht ab und an noch verträumt. Und verirre mich scheinbar noch in den Traum von Sünde und Schuld. Also will ich zurücktreten, weil ich will das nicht mehr. Und die Sühne annehmen, was ja die Berichtigung ist. Die Berichtigung meines uralten Glaubens, dass Sünde und Schuld wahr sein könnten oder für mich noch wahr sind. Und das Ego sucht immer die Bestätigung. Ist ja ganz gewieft, raffiniert. Und ich glaube daran. So tief. Das ist Kreuzigung. Dieser uralte, hartnäckige Glaube. Immer noch haue ich auf die Nägel. Durch diese uralten Glaubenssätze. Mit denen ich immer noch meine Angst bezeuge. Und das will ich nicht mehr. Das ist nicht der Wille Gottes. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Gott will nur, dass ich glücklich bin. Genau hier und jetzt. Dass wir uns im Glück erfahren. Wir kennen das doch gar nicht wirklich. Wir haben es doch immer vom Außen abhängig gemacht. Wenn ich meinen dicken Mercedes habe, dann geht es mir besser. Kann ich mit 300 Stundenkilometer über die Autobahn rasen. Dann bin ich schneller dort bei meiner Liebsten. Oder was auch immer. Dann geht es mir besser. Es ist immer abhängig von äußeren Umständen, weil ich immer nur nach außen gucke. Hallo? Möge ich nach innen gucken? Der Sohn Gottes in mir, hellwach, klar, der eine Geist.
der reine Geist, die eine Liebe, die eine Freude, das eine Glück. Völlig egal, wie das Außen aussieht, wie ich aussehe, was hier los ist, wo ich sitze. Es geht nicht um das. Ich kann überall glücklich sein. Ist egal. Ich kann überall im Frieden sein. Das liegt doch an mir, doch nicht an den äußeren Umständen. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, kann nichts, aber auch gar nichts meinen Frieden stören. Meine Liebe kann nie ins Wanken gebracht werden. Das tue ich ja alles selbst, durch meine eigene Abwehr. Durch meinen urteilenden Geist. Naja. So bastle ich mir halt meine Welt, ne? Wie sie mir gefällt. Und bin immer noch nicht im Frieden. Klingt alles ganz schön anklagend, ne? Aber so ist es doch. So, und jetzt ist uns die heutige wunderbare Lektion gegeben. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Gottes Wille, der auch mein Wille ist. Und nicht mein Eigenwille. Dem kann ich mal Adieu sagen. Und ich teile den Willen Gottes. Der mein Glück will. Gott will nur, dass ich glücklich bin. Und das muss ich nicht machen. Das bin ich in Gott. Ich bin doch seine Liebe. Ich bin doch sein Sohn. Und er will doch, dass sein Kind glücklich ist. Er sieht mich doch gar nicht anders. Also muss ich aufhören, mir irgendwas anderes da zu stricken. Mir da immer wieder Gegenteile reinzuziehen. Dieses duale Denken. Mir immer wieder wahrzumachen. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Das scheinbar größte Unglück kann mein größtes Glück sein. Ich versuche das alles irgendwie einzuteilen, zu sortieren, Schubladen auf und zu. Ja, aber es bricht alles auseinander. Das hält alles nicht mehr. Mir das einzugestehen, hey, ich kapituliere. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf mich schauen soll. Ich will nur Gottes Frieden. Ich will Gottes Frieden spüren. Sein Glück, das auch mein ist, mit dir, mit allem erfahren. Weil der Vater mich und so liebt. Es in ihm keinen Zweifel gibt. Nur Licht, nur Liebe, nur Freude, nur Glück.
Und das ist nur ein Wille. Gottes Wille ist mein Wille, ist der deine, ist der unser. Also gibt es auch nur ein Glück. Ein Glück will Gott, nur mein Glück, nur unser Glück. Also bist auch du mein Glück, wie du meine Liebe bist. Weil das alles eins ist, der eine Geist. Und ich habe dafür zu sorgen, dass du dich mit mir glücklich fühlst, dass du die Liebe durch mich erfährst, dass du Freude durch mich erfährst und auch nicht Schwere und Dunkelheit, Kleinheit. Hey, es geht um die Auferstehung. Um unsere wahre Größe. Um das Auftauchen. Das ist doch meine Verantwortung. Gottes Willen zu tun. Und was ist denn Gott? Was ist der Wille Gottes? Das wissen wir doch jetzt. Alles dafür zu geben. Für den einen Frieden. Zu verlernen, noch irgendwelche komischen, scheinbaren Störungen zu verursachen. Mich wieder verführen zu lassen von meinen alten, schäbigen Gedanken, die mich nur in Trennung halten. Wir gehen jetzt gemeinsam wieder in die Lektion hinein, werden immer wieder still oder sind still sowieso. Und entspann dich. Du ruhst in Gott. Die Unruhe kommt nur von deinen Gedanken, die Angst erzeugen. Was ja das Ego ist, das reibt sich ständig die Hände. Weil ich diesem alten System so die Macht gebe. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Vollkommenes Glück. Gott will, dass ich vollkommen glücklich bin. Und ich kann nur des Glaubens wegen leiden.
dass es noch einen anderen Willen losgelöst von seinem gibt. Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Ich teile meines Vaters Willen für mich, seinen Sohn. Was er mir gab, ist alles, was ich will. Was er mir gab, ist alles, was es gibt. Möge ich mich schulen, mich ausrichten nur für Gott, für diese Einsgesinntheit. Es gibt nur Gott und ich bin sein schuldloser Sohn. Heutiges Textbuch. Wunderbare Erinnerung. So hilfreich. Lies und höre. Wir brauchen so sehr diese Läuterung, diese Reinigung, damit wir unser altes Denksystem fahren lassen, mit dem wir uns so gekreuzigt haben. Und die Liebe des Vaters
All dieser Frieden, all diese Ruhe weicht uns auf. Und alles schmilzt dahin. Und ich beginne aufzuwachen, aufzustehen, weil ich das nicht mehr will. Ich will nicht mehr zurückschauen. Ich bin nur hier und jetzt mit dir, der eine Sohn. Die Hingabe ist jetzt. Das Geschenk ist jetzt. Und das ist dein Glück, das vollkommene Glück. Nichts Teilweises. Da ist kein Fragezeichen. Da kann es kein Misstrauen geben. Das ist doch nicht Gottes Wille. Und das muss ich doch so langsam mal begreifen. Verstehen im Sinne des Vaters. Gott will nur Gutes für mich. Gott ist gut. Sein Sohn ist gut. Und ich bin, wir sind der eine Sohn. Und was der Vater mir gab, seinem Sohn, das will ich doch. Ich will doch das Glück und den Frieden und die Liebe und die Freude, diese Ruhe und dieses tiefe Vertrauen. Na also, dann will ich doch auch alles dafür tun, weil es doch schon da ist. Ich will mich doch dem hingeben, damit es in Ausdehnung, noch mehr in Ausdehnung erfahren wird, was ja schon alles geschehen ist. Ich habe es aber scheinbar vergessen, diesen Schleier immer wieder davor gelegt, diese Blockade und das nicht mehr. Schau dahinter, höre dahinter. Außerhalb von Zeit und Raum, außerhalb von diesem Körper. Durch mein Erheben und Erhellen. Alles ist mir gegeben, alles ist da. Der Gabentisch. So gefüllt. Mein innerer Altar leuchtet beständig. Der Wille Gottes, der sich durch mich zeigen will. Und das ist mein größtes Glück, das vollkommen zu geben. So wie Gott mich schuf, so rein und unschuldig. Weil das bin ich, das sind wir, vollkommen geliebt, zutiefst geliebt, weil wir nur Liebe sind, so wie Gott. Also liebe und lass dich lieben im Sinne des Vaters, fürchte dich nicht. Wenn da noch Ebenenverwechslungen sind, dann weißt du doch, was du zu lernen hast, dass das einfach nur ein Irrtum ist, dass das nicht sein kann. Dass da noch irgendwas in mir ist, was spielen möchte. Die Liebe Gottes kann mich niemals ins Wanken bringen. Und die will nichts. Die gibt einfach nur und empfängt. Die liebt gleichermaßen. Und das habe ich zu geben. Beständig. Nur das.
Also danke ich wieder so sehr. Immer und immer wieder. Danke, 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 danke. Danke, dass ich all diese alten Krusten auflösen, aufweichen. Dass die Idee, dass das Konzept, was ich meine, was ich bin, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und danke, dass ich die Erfahrung machen darf, mich nicht mehr zu fürchten vor dem, was da kommen mag. Dass ich diese Sanftheit, diese Weichheit, diese Zartheit immer mehr wahrnehme, es immer mehr kommen lassen kann, dass das Vertrauen sich mehr und mehr entwickelt und ich dadurch mehr und mehr loslassen kann, diese Kontrolle aufgeben kann, wie gut das tut. Diese alten Zwänge, diese alten Gewohnheiten. Fahren zu lassen. Was für eine Befreiung. Und mich und dich, einen jeden, den einen, im neuen Licht zu sehen. Danke, 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 Vater, danke, Gott. Amen. Uns allen einen gesegneten, liebevollen Tag mit dir und deinem Nächsten und mit Gott in deinem Geist. Bis gleich.